Moin, moin, ihr lieben Fisch- und Fangleserinnen, Fisch- und Fangleser, seid gegrüßt hier unter meinem Dach. Wir befinden uns hier zum Kochen für die Fisch- und Fangfischküche, da, wo wir an und für sich jede Guiding-Tour, die wir hier in den Elbtalauen machen, beenden. Zünftig, sodass die Leute hier nochmal bei mir sitzen können, bei einem Fläschchen Bier nochmal sagen können, was ihnen gefallen hat, was ihnen nicht gefallen hat, außerhalb der Fische. Ein Guiding ist immer dann ein Volltreffer, wenn es beißt, das ist klar, aber die Realität, ihr wisst das selbst, ist, dass die Fische dicht machen. Es sei denn, man beschäftigt sich nicht, wie ich bevorzugt, mit Zandern und Hechten im großen Fluss, sondern mit diesen Kameraden. Die scheren sich nicht um Luftdruck oder um sonst irgendwas, das sind Grundeln. Ihr kennt sie alle, gefürchtet in der Anglerschaft, aber, und das werdet ihr heute sehen, super lecker. Diese Riesenschüssel, die hier steht, die hat mein lieber Freund und Guiding-Kollege, der Christian Fiss, am Rhein zusammen mit seiner Frau, mit der Marion, gestippt. Samstagnachmittag, Sonntag früh noch mal eine Runde. Also so lange hat das nicht gedauert und da hatten die diese 135 Grundeln für uns zusammengestippt. Also da kann man schon mal eine kleine Party mitmachen, ne? Mit 5, 6 Leuten. Und die lassen sich super lecker zubereiten. Wir machen heute ja eine Art Fingerfood daraus. Dass das lecker ist, weiß ich aus eigenem Erleben. Ich esse das leidenschaftlich gerne selbst, koche das auch für meine Familie, meine Frau und meinen Kleinen. Habe es aber letztes Jahr schon auf der Messe in Dortmund gekocht, auf der Jagd und Hund. Und da wird es jetzt auch in diesem Jahr wieder serviert werden. Also absolut klasse, kommt super bei den Leuten an. Und die Grundel hat etwas mehr Augenmerk von uns verdient als Speisefisch. Den Punkt, den ihr hier seht, diesen Augenpunkt auf der Rückenflosse, das ist dann eine Schwarzmundgrundel. Nicht, weil sie einen schwarzen Mund hat. Der ist alles andere als schwarz, aber dieser schwarze Punkt kennzeichnet die sehr häufige Schwarzmundgrundel. Die macht also einen Großteil der Bestände aus. Aber ich weiß genau, dass der Christian für uns auch ein paar Kesslergrundeln gefangen hat. Und da haben wir eine. Rückenflosse aufrichten, die ist schon mal wesentlich kürzer. Ja, und vor allem fehlt der schwarze Augenpunkt. Die Grundel macht es uns auch so wunderbar einfach als Speisefisch, beziehungsweise in der Vorbereitung in der Küche, weil die müsst ihr gar nicht umständlich erstmal aufschneiden am Bauch und dann den Kopf abschneiden, die Innereien rausfriemeln. Grundeln lassen sich zupfen. Ja, und wer schon mal Stinte vorbereitet hat, der weiß, wie man einen kleinen Fisch zupft. Man legt den Kameraden auf das Brett, schneidet hinter dem Kopf einfach das Rückgrat durch und zupft jetzt mit dem Kopf die ganzen Innereien des Fisches raus. Und was dann übrig bleibt, schaut euch das an, ist ein kleiner Seeteufel. Man höre und staune. Ne? Also jetzt mal ernsthaft, sieht doch aus wie so ein Bonsai-Seeteufel. Ist aber eine Grundel. Aber das weiße Fleisch, das feste Fleisch, ist durchaus vergleichbar. Ne? Ihr müsst das echt ausprobieren, das ist richtig lecker. Wir achten darauf, dass es jetzt immer etwa die gleiche Größe ist, ne? Damit wir dann später auch in der Pfanne den gleichen Garpunkt haben. Und während man früher sich an der Nordseeküste zum Krabbenpoolen getroffen hat, kann man das heute an unseren großen Strömen gerne auch mal zum Grundelzupfen machen. Flasche Jägermeister auf den Tisch, alkoholfrei natürlich. Und das geht flott. So, eine noch. Und ihr seht wirklich, wenn ihr in die Schüssel reinschaut, dass da alle möglichen Größen vorhanden sind. Nehmt bitte mit, was hängt. Auch so eine Lütte kann man prima zubereiten. Die hat dann die Größe einer Garnele, ne? Wie sie zum Beispiel beim Japaner auch teuer bezahlt. Und die werden fast genauso zubereitet, wie wir das hier machen. Hier sind sie, unsere kleinen Leckerbissen. Ne? Es ist eine Sache von wenigen Minuten und da hat man sich eine Riesenportion zusammengezupft. Und wie gesagt, auch echt super gesellig, wenn ihr das mit mehreren zusammen macht. Jetzt gilt es, die in eine wunderbare, leckere Hülle zu kriegen. Und da machen wir eine eigentlich klassische Panade, Mehl, Ei, Paniermehl, aber die Komponenten, die wir nehmen, sind doch ein kleines bisschen ausgepuffter, weil statt normalem Weizenmehl nehme ich eine Mischung, die ihr auch als Tempura-Mehl kaufen könnt, aber ich bin ja nicht bescheuert und bezahle dafür ein Kilopack 2,99 €. Na, ich mische mir das selbst. Ich kaufe mir Maisstärke, Weizenmehl, ja, da bin ich bei einem Wareneinsatz von 99 Cent für die zwei Sachen und habe dann auch noch ein bisschen Natron, Backpulver, zu Hause. Und da mische ich mir jetzt wiederum auch ein bisschen was rein. Also das Verhältnis sollte so sein, für die paar Fische, die wir hier haben, 3 Esslöffel Weizenmehl, 1 Esslöffel Maisstärke, das habe ich hier in dem Bottich schon mal zusammengemischt. Und jetzt von unserem Natron so einen halben Esslöffel, ne? Also auf 4 Esslöffel Masse, einen halben Esslöffel Natron. Und ich habe ja ein prima Augenmaß, deshalb kommt das jetzt so da rein.
Ja, und dieses Backtriebmittel, nichts anderes ist Natron, Backpulver ja auch, sorgt dafür, dass die ganze Panade noch ein bisschen knuspriger wird. Das ist einfach eine Sache, die sich in der Praxis herausgestellt hat. Deshalb werden ja Garnelen oder edle Fischstücke auch so gerne in dieser Tempura-Hülle, im Tempura-Teig serviert. Am besten macht ihr das hier in so einer Tupperdose mit Deckel drauf, schüttelt das einmal kräftig durch, weil dann habt ihr wirklich die Gewähr, dass diese drei Komponenten noch prima miteinander vermischt sind und ihr spart richtig Geld. So, immer aufpassen, dass es nicht auf die Klamotten kommt, weil da hat man länger was von. Einmal in einen tiefen Teller rein. Als nächstes brauchen wir zwei nicht ganz so kleine Eier, zwei Stück. Schwuppdiwupp. Die werden jetzt einmal miteinander verquirlt. Und da wir unsere Fische überhaupt nicht gewürzt haben, ist ja spannend, wenn man eine neue Fischart in der Küche auch kennenlernt. Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch noch keine Grundel gegessen haben, wenn man die jetzt nicht komplett mit Gewürzen erschlägt. Ja, und da wir bisher noch gar nichts mit diesen Grundeln gemacht haben, werden wir jetzt einfach in das zerschlagene Ei ein wenig Salz reingeben. Alles nochmal schön miteinander vermengen. Zack, 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 dass du so ein bisschen Bläschen wirft. Das soll es gewesen sein. Und jetzt beginnen wir, unsere Grundeln in dem selbst hergestellten Tempuramehl zu wälzen. Da nimmt man gerne schon mal ein paar mehr, ja, also nicht alle einzeln, sonst werden wir heute nicht mehr fertig. Einmal schön im Mehl gewälzt. Und jetzt halten wir die an Schwänzchen fest, ziehen die einmal gründlich durchs Ei, eine links, eine rechts. Und jetzt kommen die Kameraden in was ganz Tolles, nämlich in Pankomehl. Pankomehl ist nichts anderes als grob geschrotetes Weißbrot, an dem man vorher die Rinde entfernt hat. So, schaut her. So sehen sie aus. Jetzt haben sie schon mal ihren Knuspermantel, der im Moment noch nicht wirklich knusprig ist, das aber in Kürze gleich wird. Eine links, eine rechts. Das verquälte Ei. Ab ins Pankomehl. Das kann man sich auch selbst herstellen, aber irgendwo ist es dann mit dem Sparfuchssein auch vorbei, weil das ist recht aufwendig. So, dann sind unsere Leckerbissen auch gleich fertig für die Pfanne. Ja, und werden dann in dem heißen Butterschmalz veredelt. Da werden die nämlich goldbraun und richtig kross. Als Fett habe ich mich in diesem Fall entschieden für Butterschmalz, weil Butterschmalz einfach vom Aroma ein bisschen butterig ist. Es spritzt aber nichts, weil das Wasser aus der Butter raus ist beim Schmalz. Ja, und weil es wunderbar braun und kross wird. Wir kochen draußen. Ich habe hier also nichts, wo ich eine Stromquelle für brauche, sondern einen Gaskocher. Und zwar ein autarkes Teil, wo man also keinen Brenner drunter stellen muss, sondern einen, den man mit Gas direkt befüllen kann. Weil die Fragen eh kommen, soll keine Schleichwerbung sein. Das Ding ist von KIGAS, das ist ein Schweizer Produzent. Ist relativ teuer, aber halt eine prima Sache, weil man damit auch draußen ganz toll brutzeln kann und der hat richtig Power. Und die nehme ich wahnsinnig gerne, um eben mal fernab des Herdes zu arbeiten. Hier sind unsere Grundeln in der wunderbaren Panko-Tempura-Hülle. Fängt gleich richtig an zu brutzeln, weil das Fett bzw. das Butterschmalz hier auch die richtige Temperatur hat. Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, warum ich diesen Aufriss mit den Panko-Krumen mache und nicht einfaches Paniermehl nehme. Die Frage ist völlig berechtigt. Ich mache das aus dem Grund, weil wir bei den Grundeln die Grete mitfuttern. Ja, und die spürt ihr gar nicht. Und zwar dann, wenn wir unsere Zunge austricksen. Wenn wir nämlich eine so knusprige und große Hülle um den Fisch herum haben, dass einfach die Zunge abgelenkt ist damit. Ja, und freudig erregt dann einfach die Grete ignoriert. Und da ist diese Panko-Hülle einfach ideal für. So, das Fett ist nicht so heiß, dass es verbrennt, aber so, dass es unsere Fische langsam mit seiner Hitze umspielt. Man sieht sehr schön am Rand, wie das jetzt langsam schon bräunt. Die Fische sind sehr klein und haben keine längere Garzeit nötig als maximal 3, höchstens 4 Minuten insgesamt. Der schönste Moment, wie Lagerfeuer, oder? Hier können wir schon mal einen kleinen Check machen. Oh, super, schaut mal. Herrlich. Dann drehen wir erstmal die kleineren um. Ja, weil die sind garantiert schon da auf der Rückseite. So, das wollte ich ein bisschen zu elegant machen. Machen wir das mal mit 2 Gabeln, wie sich das gehört. Zack.
Ja, und man merkt jetzt schon, wie groß die Hülle wird. Ich glaube, da könnt ihr so manchen dieser oberwichtigen Fischesser, die sich überall aufdrängen und immer so tun, als wüssten sie richtig Bescheid, dann aber keinen Seelachs von einem Seeteufel unterscheiden können, die könntet ihr damit wahrscheinlich sogar auf die falsche Bahn lenken, indem ihr sagt, das sind Garnelen. Probiert's mal aus, wenn ihr so einen wichtigen zu Hause irgendwo habt oder in eurem Freundeskreis. So, einmal einen kleinen Check, wie die Rückseite geworden ist, ebenfalls schön braun. Dann hole ich die Fische jetzt hier mit einer Schaumkelle am besten raus, weil da bleibt dann auch gar kein Butterschmalz mehr dran hängen. Richtig knusprig, knackig, die Kameraden. Und wir werden da gleich noch eine wunderbare, schöne, selbstgemachte Knoblauchmayonnaise zumachen. Aber ihr werdet sicher verstehen, dass ich schon mal ganz schnell eine essen muss. Ja, Hammer. Das ist knusprig. Da ist wirklich alles ganz kross und ihr spürt definitiv die Krede nicht. Probiert's aus. Wenn ihr sie nur meliert, wenn ihr auf die Panko-Krumen als Abschluss verzichtet, dann spürt ihr die Krede. Und ich merke sie jetzt nicht. Razzokal verwertet. Sowas von lecker. Die Grundel hat mehr Beachtung verdient. Die Knuspergrundel ist ohne alles schon lecker genug, aber natürlich auch das optimale Fingerfood. Und da passt immer eine schöne selbstgemachte Mayonnaise dazu. Die könnt ihr euch nach Lust und Laune würzen. Aber Grundlage sind zunächst mal 2 Eier. Die habe ich hier schon im Rührbehälter drin. Dann so ein Esslöffel Senf. Mittelscharf, also bitte nicht den stechen scharfen nehmen. Dann haben wir auch noch einen Esslöffel Weißweinessig drin. Und einen Teelöffel Zucker und eine Prise Salz. Wichtig bei der Mayonnaise ist, dass sie ihre cremige Konsistenz bekommt. Und die bekommt sie gleich mit einem hochwertigen Keimöl. Dafür brauchen wir aber einen Rührstab, der was kann. Ja, also da habe ich leider die Erfahrung gemacht, dass etwas teurer auch wirklich gut ist. Und wenn ihr gerne kocht, wenn ihr euch in der Küche wohlfühlt, dann investiert mal ins Original, in den Zauberstab. Schon wieder ein Schweizer Produkt, es tut mir leid, aber das ist wirklich gut, das Ding. Und der macht wirklich da die Power, um euch eine gute Mayonnaise zu machen oder auch ansonsten in der Küche treue Dienste zu leisten. Jetzt gehe ich erstmal her und rühre das mit meinem Zauberstab auf Stufe 1 durch und gieße jetzt bei Stufe 2, also richtig voll Power, mein Öl an. Und das muss in einem dünnen Strahl einfließen, das ist ganz wichtig. Also nicht gleich schwuppdiwupp hier die ganzen 100 Milliliter reinkippen, die wir dafür etwa brauchen, sondern nach und nach in dünnen Strahl schön eingießen. Und irgendwann ist der Ölgehalt so hoch, dass das alles schön emulgiert und die Mayonnaise kein Öl mehr aufnimmt. Das Öl schliert schon ein bisschen an der Oberfläche, man kann das jetzt schön sehen. Und wenn ihr da jetzt immer mehr reingießt, wird das alles richtig dick. Ja, und so, wie ihr es am Ende auch aus der Mayonnaise-Tube kennt. Aber ich mag es lieber, wenn es in der Konsistenz so ist wie jetzt. So ein bisschen cremig, nicht zu dick. Und für mich ist die Mayonnaise jetzt okay. Das ist jetzt eine ganz reine Mayonnaise. Wenn ihr eine Aioli machen wollt, ne, wie wir es ja auch eigentlich angekündigt haben, geht das ratzfatz, indem ihr einfach eine frische Knoblauchzehe nehmt. Mit der Knoblauchpresse durchgedrückt. Hier sieht man schön, ne, dass das eine wunderbare, leichte Konsistenz ist. So. Und jetzt kommt das, wo mein lieber Freund, der Sebastian Bruns, Seminarkoch bei Deutsche See, der kocht da die leckersten Fischgerichte, immer sagt, Strelo, das mit dem Kochen geht ja, aber das Anrichten. Deshalb gebe ich mir jetzt besonders viel Mühe, weil ich genau weiß, dass der Sebastian auch zuschaut. Hohe Kunst des Anrichtens. Klecksen jetzt unsere Aioli schön auf die Tischdecke, aber glücklicherweise auch in unser Schüsselchen. Und jetzt, ihr Lieben, gibt es kein Halten mehr. Ja, jetzt muss ich mir diesen Leckerbissen wirklich antun und wünsche euch
bei eurer nächsten Begegnung mit der Grundel genauso viel Freude, wie ich inzwischen habe, wenn die kleinen Kameraden an meiner Angel hängen. Die Knuspergrundel ist der Oberhammer. Ihr habt es meinem Gesicht angesehen. Ich liebe die. Delikat. Aber natürlich kann man, wenn man gerne Räucherfisch mag, die Grundel auch ganz hervorragend im heißen Rauch zubereiten. Haben wir jetzt ganz einfach auf dem alten Tischräucherofen gemacht. Die Grundeln werden, wie ihr es vorhin gesehen habt, ne, bei unseren Knuspergrundeln einfach gezupft. Innereien raus. Ich habe jetzt auf Würze verzichtet, weil das Beste ist es wirklich, diesen zarten Fisch nach dem Räuchern erst zu würzen. Meersalz ist ja ein bisschen teurer, gerade dieses Fleur de Sel. Deshalb bitte nicht ins Nudelwasser kippen. Das wäre natürlich völlig falsch. Aber zum Nachwürzen von bereits gegarten Speisen ist es ganz hervorragend. Absolut lecker. Und man merkt jetzt, auch wenn dieses Raucharoma natürlich dominiert und den Geschmack der Grundel auch direkt beeinflusst, merkt man, dass die einen wunderbaren Eigengeschmack hat. Und an was das genau erinnert, solltet ihr selbst rausfinden. Es ist schon sehr barschähnlich. Und hier haben wir jetzt leider nicht den Segen unserer Knusperhülle. Deshalb nehmen wir hier die Grede raus. Die ist nämlich schon ganz schön mächtig. Probiert aus. Vielleicht habt ihr irgendwie auch eine eigene Idee, die Grundel zuzubereiten. Schickt uns gerne das Rezept in die Fisch- und Fangredaktion. Wir sind echt gespannt. Ja? Auf geht's auf die Grundeln. Ich wünsche guten Appetit.